War das dir gleich mal ein Rap? Lass mich raten, ein Sushi-Rap. Ist da eigentlich noch irgendwas anderes außer Sushi? Sushi? Susi? So. Pfoten weg von Susi. Pfoten weg von Susi. Since many players has been against the use of Halloween event Maskerpads, we have decided to not use them again anymore. Und jetzt ist es... Since we made a mistake using Halloween event Maskerpads for the last event, which wasn't planned at all, we have decided to not make this again, a mistake again anymore. Ich verstehe einfach nicht, wie man das nicht checken kann. Ich meine, die werden so hart zugeflamed und zugespammt und checken trotzdem nicht, was das eigentliche Problem ist. Nie, also... Es ist sinnlos. Das ist wirklich unfassbar, wie man das denen nicht erklären kann, was eigentlich das Problem ist. Wie die einfach keine Ahnung haben, was eigentlich abgeht. Das ist wirklich krank. Ey, diese Historic Sots. Oh! 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 Akio! Akio, my boy! Das ist mein neuer Lieblingsverhandlungspartner. Akio, baby. Akio. Ayayayayayaya. Akio. 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 Ayayayay. Ich habe ihm geschrieben, er war es doch. Erstmal die Nachricht von ihm lesen, sondern stand es doch drin. Ne, er hat auf Noxhelm geantwortet. Weil die Nachricht, im Titel der Nachricht stand Noxhelm. Und deswegen habe ich nicht gecheckt, dass er über die Suit geredet hat. Damn. Soviel zum Thema Lowball-Offer Stone Gold. Ich habe ihm zwei Lowball-Offer gesendet. Und er hat beide akzeptiert. Also waren es gar keine Lowball-Offer und ich hätte noch viel niedriger gehen können. Wahrscheinlich hätte ich den Helm für 500.000 kriegen können. Und die Suit wahrscheinlich für 50 Penny. Ach, nächstes Mal gehe ich noch weiter runter. Nächstes Mal, wenn ich irgendwas sage, davon dann 1%. Also wenn ich nächstes Mal irgendwas sage, dann einfach 1% davon. Eieiei, viel zu viel bezahlt. Der hat mich gescammt. Der hat mich gescammt. Viel zu viel gezahlt. RIP. Das bereue ich bis zum heutigen Tag. Also die Boots nicht, die habe ich für 100 Mio gekauft. Und die waren mal beliebt. Ich weiß zwar nicht wieso, die sind ultra hässlich, aber die waren mal beliebt. Jetzt zieh ich mal rein, wie hässlich die sind. Naja gut, okay. Ist vielleicht ein bisschen overtrieben. Aber ich finde sie nicht nice, muss ich sagen. Aber gut, ist halt Geschmackssache. Aus irgendeinem Grund sind die beliebt und teuer. Okay, die 850k, das wäre ein Träumchen. Oh, I'm dead. Dieser scheiß Eisberg. Oh oh. Ach komm. Hijo de puta. PDAs sind bei 130 und geringer. Die Frage ist halt, für welchen Preis werden sie gekauft? Das kann wahrscheinlich kaum jemand sagen, weil sie niemand kauft. Also das, was man in den Shops sieht, ist sowieso irrelevant. Egal, welcher Preis es ist. Wer ist diesmal schuld, das Spiel? Nein, das Spiel ist nie an irgendwas schuld. Bro. Broski. Rosoletico. Brolove. Bropodeon. Problem ist, wenn ich nebenbei den Chat lese, dann checke ich manchmal nicht, dass Blinkpool nicht funktioniert hat. Beziehungsweise, dass ich schon eingesetzt habe und dass es dann quasi nicht mehr geht. Ihr seid schuld.
Also die Reihenfolge ist quasi das Spiel, dann die Mammuts, dann ihr, dann ich, dann nochmal ihr, dann nochmal das Spiel, dann noch dreimal irgendjemand anders und dann kommen irgendwann Crack open a code amply with the boys. Ah. Die 200 Mio pro CS, das ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Aber das muss man halt wieder als Investment sehen. Ich werde dann einfach kontinuierlich nach Leuten suchen, die quasi meine CS-Sets haben wollen und sage dann, gib mir das neue CS-Set und 50 Mio. Und dann trade ich mich quasi immer wieder nach oben. Und die ertradeten CS-Sets, die werden dann auch irgendwann seltener. Also ich darf halt nur die hässlichsten nicht annehmen vielleicht. Und dann trade ich mich quasi immer wieder nach oben und hole mir quasi immer wieder 50 Mio. Das ist quasi wie so ein... Das ist wie eine Cash-Cow im Endeffekt. Du wartest einfach 2 Monate... Stein 10% gegen 10%, Effekt bleibt gleich, wie es aussieht, ist eh irrelevant, kannst du einfach ausblenden, wenn es hässlich ist, wenn es dir nicht gefällt und kriegst dann einfach wieder 50 Mio aus dem Nichts. Schneeballsystem, ja, es ist einfach das Leben durchgespielt und der Vorteil ist, wenn du 8 Sets hast, dann hast du ja auch immer ein Set, das es wahrscheinlich schon länger nicht mehr gab und halt auch immer ein Set, das irgendjemand haben will. Habe mich etwas getäuscht, was das angeht. Also ich hatte jetzt nicht vor, 2 Monate lang nur Mammuts zu grinden. Aber sie lassen mir nicht wirklich viele Optionen. Psykeeper habe ich jetzt so gebaut, dass ich ihn erst wirklich spielen will, wenn das Update da ist. Dungeons erst nach dem Update. Blade ist noch nicht 125. Bedingung 1, dass ich ihn spielen kann. Bedingung 2... Eigentlich auch Update. Aber gut, den kann ich auch vorher theoretisch schon spielen, aber macht nicht wirklich Sinn, mit einem 1v1-Chart zu leveln. Von dem her. Schwierig. Also ich habe jetzt halt alles schon quasi aufs Update ausgerichtet und das kommt halt einfach nicht. Und deswegen kann ich halt nicht wirklich was anderes machen, als mit dem Elementor weiter zu grinden. Hatte ich nicht so geplant. Aber es ist, was es ist. Die farmen die letzten Mokos. Ah, true. Es ist diese klassische Flife-Angst. Event endet? Was? Noch 20 Minuten Event? Ich habe 5 Tage nichts gemacht, aber jetzt muss ich farmen! Das ist so crazy, das fasziniert mich jedes Mal wieder. Das ist wie wenn ich jetzt sagen würde, ich habe seit 6 Tage einfach ignoriert, dass das Event überhaupt läuft. Und jetzt würde ich sagen, 23 Minuten bevor es aufhört, 33 Minuten, jetzt muss ich unbedingt farmen. Jetzt muss ich Mokomochis handeln. Das werde ich niemals verstehen. Das ist bei XP-Event genau das gleiche. Bis 22.30 Uhr. Sonntags ist ja meistens XP-Event-Ende. Ist wenig los oder gar nichts. Und dann plötzlich kommen sie alle. Plötzlich kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Und 23.50 Uhr sind plötzlich 30 Leute am Leveln. Und nach 0 Uhr alle weg. Weil sie nur noch die letzten 10 Minuten Event nutzen wollten. Was? Keine Ahnung. Irgendwie sinnlos ist. Hab gehört, du singst mir um 0 Uhr Happy Birthday Song. Hast du Geburtstag um 0? 0 Uhr. Da habe ich schon einen Zahnarzttermin, leider, fürchte ich. Das müssen wir dann auf nächstes Jahr verschieben. Fürchte ich. Aber nächstes Jahr bin ich da, Mann. Da habe ich einen Clown ready. Clown, eine Hüpfburg, eine Benjamin-Blümchen-Torte aus der Gefriertruhe. Da geht's ab. Nächstes Jahr. Merkst dir. Markierst dir im Kalender. Nächstes Jahr 30. Ja. Kannst ja schon mal ein Altersheim raussuchen, wo du feiern wirst. Mit deinen Fellow-Senioren. Die dich dann in ihre Mitte aufnehmen. Im heiligen Altenheim-Ritual. Würde ich mir frühzeitig Gedanken drüber machen. Ist, glaube ich, ganz schön teuer. Je früher du reservierst, desto günstiger ist es wahrscheinlich. Wird wohl so ähnlich sein wie beim Urlaub buchen.
Ein rundum sorglos Level-Service-Paket. Wir machen Level-Service wie Mama. Hier fühlen sie sich wie zu Hause. Oh Mann, der Level-Service ist ja wie von meiner Mutter. Genau so habe ich ihn in Erinnerung aus meiner Kindheit. So wurde ich damals von Mama gelevelt. So. Hier ist ein Ranger, der Arme, wenn er bei Mammuts ankommt, quittet er. True. Was mit dem Stimmverzerrer? Ja gut, das ist halt so eine Sache für sich. Ah, Lightning Card 4, let's go. Oh, by the way, es ist 0:40 Uhr, der. Wird mal langsam Zeit, hier Schluss zu machen.